Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und mit mir spielt die... Hallo. Genau, uns ist jetzt aufgefallen, hey, wir sind jetzt Level 30 und ja. Oh. Ich habe einen Streuer gefunden. Okay. Was ist das? Ah, das haben wir gelernt da bei diesem... Ah, das ist nämlich, als Symbol ist es nämlich dieser Schädel. Es gibt Leuchtpflanzen. Wo ist denn der? Unter welchem? Überlebenskünstler. Ah. Andere Fackeln. Warte. Und gekochtes, abtrünniges Fleisch. Okay, das kann man doch wohl kochen. Cool. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber gut, dass wir es gesehen haben. Ja, ich wollte mitteilen, ich bin endlich Stufe 30 und wir können Rad der Schmerzen lernen. Yes! Und eine bessere Werkbank. Werkbank des Folterers. Um bessere Folterwerkzeuge zu bekommen. Cool. Wo kriege ich das? Jetzt haben wir wieder echt ein paar Sachen, die man bauen muss. Was brauche ich erstmal dafür? Weißt du, ob man das neu bauen muss oder einfach aufwerten? Ich glaube, das muss man neu bauen. So, das Folterding kann man schnell machen und das, das Rad der Schmerzen, 50 Ziegel, 60 geformtes Holz, 200 Eisenverstärkung, 80 Zwirn. Haben wir noch Eisenverstärkung? Nee, ne? Haben wir aber nicht so wahnsinnig viel, also wir müssen dringend Eisen holen. Eisen. Gut. Nehmen wir am besten Horst mit, weil der kann hier auch tragen. Ja, wo ist Horst? Ach, ich weiß nicht, du hast Horst mitgebracht. Stimmt, Horst. Arbeit. Ey, mein Bester. Komm mal mit. Hab Arbeit für dich. Aber ich muss noch mal mein Wasser auffüllen. Genau, das wollte ich auch sagen. Ich muss auch Wasser auffüllen. Dann können wir gerne hochgehen. Genau. Hast du gecheckt, was mal mit den Tieren mal so abgeht? Ja, die sind noch nicht so weit. Okay. Also, es dauert nicht mehr lange, aber noch sind sie nicht so weit. Ja, dann marschieren wir mal wieder. Jo. Latsch, latsch, die Heide blüht. Endlich Level 30, aber es hat auch ewig gedauert. Ja. Ich habe keine Lust auf dich, Grob. Ja, ich weiß nicht, ob Horst den automatisch angreift. Ich laufe mal dran vorbei. Kommt Horst auch? Ja. Gut. Wenn wir das große Rad der Schmerzen haben, dann können wir da mehrere. Da können wir nochmal gucken, weil. Also rein theoretisch war ja da, wo wir waren, da waren ja eigentlich ganz coole Leute. Ja. Beziehungsweise auch hier oben bei den Dafari-Lagern. Das war halt mal einen besseren Rüstungsmacher, um zu kriegen. Ja, alles, was mit Stufe 3, 4 zu tun hat, mitnehmen. Aber erstmal müssen wir auch so. Das ist auch der Grund, warum das halt Sklaven sind und nicht normale Mitarbeiter, wie das einige in den Kommentaren geschrieben hat. Weil Mitarbeiter müssen sich ja bei uns bewerben. Die müssen ja ein Bewerbungsgespräch machen. Das machen die Sklaven ja nicht. Die töten wir entweder oder kloppen sie so dolle mit, hauen sie um, dass sie mitkommen oder wir mitziehen. Das ist aggressives Marketing. Ich würde sagen, hier links oben einfach da wieder hochgehen. Und den Rest klettern, auch wenn man wieder runterfällt.
Ah, Horst, ne? Kannst du klettern? Ja, er ist doch auch im Dings. Ist er da? Wir müssten mal auch ein bisschen Holz mitnehmen. Habe ich noch Holz dabei? Nein, schade. Dann könnte man da einfach Stufen oder Treppen bauen. Also Stein gibt's hier, easy peasy, und dann kann man da... Also ich fand das von hierher kürzer, weißt du? Weil sonst müssen wir so einen langen Weg machen. Und bei den einen Stein, der so ein bisschen spitz ist, da kann man sich quasi draufstellen, Pause machen und dann weiter klettern. Wenn man hier so ein bisschen Stufen hinbaut oder Treppe. Aber ich finde, das spart Weg. Habe ich gerade runtergedrängt? Ja. Entschuldigung. Ich war kurz überbelastet. So. Wenn ich mir noch ein Steak. Und ups. Ja, oben sind schon wieder die Steinnasen. Horst kommt aber nicht hoch, ne? Schon. Meinst du? Ja. Horst! Zumindest hat er das im Dungeon. Ach, hier bist du. Oh, ich. Guter Horst. Ich geh mal hier die oben. Die Steine möglichst nicht wegwerfen. Die brauchen wir nämlich auch dringend. Ja. Brauchen alles. Ich würde, wie gesagt, sagen, wenn wir hier nochmal herkommen, dann nehmen wir gleich mal ein, zwei Treppen mit oder einfach Stufen oder irgendwas. Dass man schneller hier hochkommt. So, ich hole mir mal ganz kurz das Schwefel von den Viechern. Oder auch nicht. Ich glaube, Horst fühlt sich so ein bisschen gelangweilt. Pech. Horst, kennst du das Spiel? Halt mal kurz. Hier, halt mal kurz. Horst. Halt mal kurz. Das spielt er wohl gerne. So, hier kommt doch gleich einer. Ja, ich weiß, wo ihr mittlerweile seid. Wo ist er denn? Da ist er. So viel Gestrüpp hier. Also so Orangensaft aus der Tasse ist richtig geil. Das hört sich jetzt für die Zuschauer komisch an, aber die müssen halt wissen, wir haben auch Gläser. Nur weil da eine Person verpeilt ist und statt eine Glas eine Tasse nimmt. Das lag nur daran, weil ich dir deinen Cappuccino eingefüllt habe. Naja. Horst, lach nicht. Trag mal was. Oh, da ist er, ein starker Horst. Alter. Voll praktisch, dieser Horst. Upsala. Ah. Der hat halt nicht so viel Platz. Der hat echt nur 5 Slots. Das finde ich doof. Warum nimmst du die Sachen nicht in die Hand? Horst, mach doch mal was. Geht doch. Wo geht's denn weiter? Bist du runtergeklettert?
Nee, über den Stein. Über den Steinen muss die Welt wohl grenzenlos sein oder so, ne? Tschupp. Horst, kommst du? So, hier kommen auch bestimmt gleich ein paar Steinhäschen. Auf dass ich mich wieder erschrecke. Oh, ich hab mich nicht erschreckt. Sehr gut. Also diese Leuchtstäbe sind echt super. Ja, sind euch noch zwei dabei. Die sind geizig. Irgendwie bringen die kaum Schwefel und Kristall. Ja, genau, mach ich ja. Horst, komm mal her. Denk daran, ich denke mal, der Horst hat auch irgendwie sein Limit. Ja, also der hat jetzt schon über 1000 Eisenstab. Guter Horst. Irgendjemand hat aber auch geschrieben, dass sie bis zu 1000 Dinger tragen können. 5000. 5000? Sie? Ah ja, zur Info, das wissen die ja wahrscheinlich nicht, ich sag's denen einfach mal, ist ja kein Geheimnis. Wir gucken beide so ein bisschen in die Kommentare, ne, weil während ich arbeite, kann ich schlecht kommentieren. Darum, und die tun? Ja, ab und zu kommentiere ich dann eure Kommentare und ab und zu dann Mathilde. Aber ich glaube, die, die gut lesen können, die werden wissen, wer was schreibt. So. Upsala. Keine Ausdauer mehr. Ich. Keine Ausdauer. Ey, du Sack. Es gibt ja gleich Steinhasenwacken. Ich weiß ja nicht, ob das schmeckt. Hm. Eine Spitzhacke. Oh. Wer will meine Seele verzehren? Horst! Ach so, Horst war das. So, alles gut. Horst ist safe. Aber meine Strecke gemacht gar nicht mehr so lange. Ja, das fällt mir auch gerade auf. Wir hätten was zum Reparieren mitnehmen sollen. Ich glaube, da ist noch ein Steinnäschen. Warum nimmt er andauernd seine Waffen wieder aus dem Inventar? Lass sie doch einfach mal in der Hand, Horst.
Attacke! Du, 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 du. Danke. Einfach mal gekillt. Mein Objekt ist kaputt. Ja, meins auch gleich. Sind wir schlecht vorbereitet. Gesundheit. Danke. Das ist nervig, ne? Immer bei Aufnahmen. Ich könnte schwören, wenn ich hier das Mikro vor mein Gesicht habe, niese ich häufiger als ohne. Ich weiß noch zu Battlefleet Gothic Armada Videos, da habe ich in einem Video bestimmt 2-3 Mal genießt. Darum haben die Leute es wahrscheinlich auch nicht geguckt. Hatten sie Angst, dass sie eine Infektion kriegen, wenn sie jetzt ja, wahrscheinlich. Machst du noch schnell eine Spitzhacke? Ich soll dir eine Spitzhacke machen? Oder was machst du gerade? Ich hacke Bäume, weil ich habe keine Spitzhacke mehr, die ist kaputt. Ja, ja, ich frag doch nur, warum. Ja, weil die Spitzhacke kaputt ist. Dann können wir ja schon langsam zurück, weil meine gibt auch gleich den Geist auf. Weil wir halt auch ja, Dings brauchen. Das war's. Verdammte Axt. Nein, verdammte Spitzhacke. Jo, dann gehen wir mal, ne? Jo. Also, wir merken uns. Ach, leck mich, ich hab keine Lust auf euch. Na gut. Der eine noch. Hat sich auch noch eingeschnappt. Horst, du musst jetzt nicht übertreiben. Und vor allem da nicht so weit mehr nach rechts, ne? Bei ja, rechts ist Mr. King Skorpion oder Scorpion King oder so. Mister, ich muss nichts kompensieren. Hat einen langen Stachel. Ja, der hat dicke Scheren. Das heißt, eigentlich dürfte er nicht so giftig sein, weil gefährlich sind die Skorpione mit kleinen Scheren. Aber nicht in dieser Welt. Dieser Baum da ist immer ein sehr, sehr guter Wegmarker. Ja. Kann man den überhaupt zerhacken? Keine Ahnung, aber ich finde ihn so schön. Ich möchte den gar nicht zerhacken. Hier können wir auch auf jeden Fall sehr viel Stein abbauen. Ja. Theoretisch. Ja, wenn bei uns in der Gegend die Steine alle weg sind. Und wir funktionierende Spitzhacken haben. Ja. Aber da hinten, wo wir am Anfang immer Eisen geholt haben, da ist ja auch noch ein Dungeon. Den könnte man sich, nicht natürlich jetzt nicht sofort, aber den könnte man sich auch noch machen. Mhm. Aber erst bauen wir das größere Rad der Schmerzen, besorgen uns noch ein paar unfreiwillige Praktikanten sozusagen. Ja. Und ich möchte bitte dicke Tierhaut, damit ich verstecktes Leder bekomme. Ja, dann müssen wir mal größere Viecher töten, ne? Mit Totenkopf, genau. Oder Nashörner oder irgendwas. Weil dann kann ich uns nämlich auch bessere Bögen machen. Ja, beim Endboss habe ich meinen Bogen ja auch sehr häufig eingesetzt. Ja, ich auch, aber sobald ich auch nur einmal um die Ecke geguckt habe, hat der gleich auf mich gerotzt, deswegen bin ich ja gestorben. Der hatte was gegen dich. Ja, ich weiß auch nicht.
Frauenfeind. Arschloch. Danke, Horst. Horst ist der Beste. Gehe ich noch mal ein bisschen Holz besorgen, ne? Ja, ich guck auch gerade, was ich noch brauche. Holz und Steine. Oh, schön, die Steine bei uns sind wieder zurück. Aber erstmal Holz. Ach, Zwirn. Das haben wir aber auch schnell gebaut. Wir haben noch irgendwo ganz viel Zwirn. Ja, ich habe ganz viel noch dabei. So, wo soll ich denn die Werkbank des Folterers hinstellen? Die Werkbank des Folterers? Ja, damit wir eine bessere Peitsche und einen besseren Knüppel kriegen. Vielleicht sonst auf in unseren Innenhof oder in der Küche, aber da würde ich gerne erst die Außenmauern machen. Oh, in der Küche. Vielleicht, wobei da neben dem Herd wäre noch Platz. Ja, ich guck mal, ob das dann, da passt. Dann wollte ich dann auch schauen, ob ich da einen Geschirrschrank noch irgendwo hinstelle. Oh, das könnte passen. Ich finde sogar, es passt sogar in die Küche rein. So rein optisch, ja. Dann stellst du da doch hin. Ja. Oh, sieht ganz schick aus. Man kann leider nur eine Eisenkeule bauen und aber bessere eine Rohleder. Dafür brauchen wir alles Leder. Habe ich. Kann mich mal nachher nebenbei bauen. So, dann kann das wieder zurück. Dann können wir jetzt da auch unsere Peitschen immer reinpacken. Sehr schön. Ich habe ja. Ach da. Ich habe die Spitzhacke fast nicht mehr gesehen, weil die schon so ausgegraut war. So. Eisen wird gerade gemacht. Zwirn brauchen wir und. Holz und Stein. Holz bin ich gerade am machen. Ist aber eh dauer. Ja, wir brauchen dann geformtes Holz. Ja, ja. Ein bisschen haben wir noch, aber. Das wird nicht reichen. Guck mal kurz nach den Tieren. Oh, die sind wirklich fast fertig, die ersten drei. Kroko dauert noch einen Haufen sehr, sehr lange, aber die Hyänen und das andere Vieh, Schieferrücken, fast fertig. Das ist auch schon mal cool.
Wurst? So, dann klappen wir mal wieder Steine. Ja, die kann man ja immer gut gebrauchen, Steine. Ja, vor allem wenn man Ziegel machen will. Gerade wenn man sich wie ich in den Kopf gesetzt hat, die Küche mit Ziegeln zu bauen. Ja, ist okay. Und dann will ich auch noch meinen Tempel aufrüsten. Irgendwann mal. Und dann brauchen wir noch Ziegel für den Rat der Schmerzen. Ja. Wobei ich schon fast sagen würde, das ist der Vorrang. Ja. Definitiv. Achtung, Horst. Horst, immer noch hinter dir. Ja, ich bin schon wieder mit Horst unterwegs. Warum soll ich denn alleine Holz sammeln, wenn ich Horst habe? Na, okay. Und Stein. Hast du recht. Dafür ist doch Gute doch da. Dann macht sein Job auch ganz gut. Denk nur dran, irgendwann muss Horst auch was essen, ne? Ja, Horst hat komischerweise immer noch 100 Wasser und 100 Essen. Also... Aber ich muss seine Maske vielleicht mal reparieren und die geht demnächst kaputt. Oh. Aber Horst ist jetzt für mich schon so... ein guter Freund geworden. Ich glaube, ich baue ihm eine Schlangenmaske. Das fände ich sowieso ganz cool, wenn alle unsere Sklaven die gleichen Masken dann hätten. Ich bin gerade, was Horst angeht, ein bisschen sentimental. Ich merke das schon. Ist ein guter Mann. Heinrich liebt Horst. So weit will ich nicht gehen, aber ist ein guter Mann. Wie viele Ziegel brauchst du denn für das größere Rad der Schmerzen? 50, aber 200 Eisenverstärkung. 200 Eisenverstärkung? Mhm. Ei. Das geht doch. Ja, okay, das sind 400 Eisenwaren. Also Ziegel haben wir auf jeden Fall schon genug für dich. Das ist gut, ich mache trotzdem noch eine volle Holz und... Ja, auf jeden Fall. Holz und Steinlieferung.
wollte mal gucken, man kommt doch auf den Imker leer. Ja, es gibt ja Bienen. Liegt ja nah. Ah, was denn? Ach, der Streuer, das war für den Leuchtstab Atemtrank. Eine Leuchtpflanzenstandfackel, cool. Mehr Deko-Scheiß. Ja. Ah, Imko. Imker, Stufe 33. Also dauert noch ein bisschen. Jo. Getrocknete Beeren. Wo auch immer die da sind. Ja, wenn wo was nicht hingehört, kannst du es ja wegräumen oder umsortieren, ne? Naja. Zum Beispiel die ganzen Pflanzen. Mehr extra eine Kiste für Pflanzen. Boah, Zwirn brauche ich noch recht viel. Ah ja, es gab nicht auch eine Sense für sowas? Es gab mal eine, ja. Wieder Sticks gebrauchen, also schmackhaftes Fleisch. Ja, wir brauchen dann auch irgendwann wieder Felle, das kann man dann verknüpfen, indem man Tiere jagt halt. Woher haben wir geschmackhaftes Fleisch bekommen? Von welchem Tier? Zum Beispiel von den Schieferrücken. Ich stelle jetzt ein 5 schmackhafte Festmahle her. Okay, ich bin gespannt, wie es aussieht. Thank you.
weil du so drauf stehst, im Komposthaufen sind auch noch 50 Fettraupen. Ich nehme ja schon mal so ein paar. Also ich lasse dir auch welche da. Oder magst du die nicht? Ich esse die nicht so häufig. Ich esse eher Fisch. Und dann bleibe ich bei den Fettraupen. Deinen garstigen Fisch kannst du behalten. Ey, ja, kleinen Pisser. They're coming! Ja, für die Schiffer muss ich mal den Dings mitnehmen. It wasn't supposed to be like this. Hallo, Herr Schieferhund. Kommt er einfach von hinten angelatscht. Ja, ein ruhiger Nachmittag würde ich das nennen. Ja, ruhiger Nachmittag. Ich finde es trotzdem entspannt. Ja, ich finde es schön. Schön ein bisschen zerhackstückeln, alles so ein bisschen. Wenn ihr euch uns bei so ruhigen Nachmittagen gern zuguckt, dann schreibt uns das ruhig in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ach Leute, ihr habt schon so viele ruhige Nachmittage, die müssen wir jetzt nicht jedes Mal sehen. Schreibt es uns auch in die Kommentare, dann werden wir die einfach nicht aufnehmen. Oder? Schacke Holz, wie ich will. Das gehört zum Spiel. Das ist ja ein wichtiges Spielelement. Ich wollte es ja nur als Angebot machen. Aber wenn Heinrich sagt, ihr guckt das, dann guckt ihr das. Das ist immerhin sein Kanal. Hier wird geguckt, was auf den Tisch kommt. Solange ihr euer Abo unter meinen Tisch habt. Nicht, dass du dir jetzt so Abonnenten verkaufst, wenn du das so. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt brauche ich wieder Holz. Ja, einen Schmied bräuchten wir noch mal ganz dringend, in der Hoffnung, dass das dann schneller geht. Mhm. Nein, jetzt habe ich das Hackmesser vergessen. Oder gerade so ein Typ lang rennt. Stein kann er nicht mehr mitnehmen. So, Herr Schieferrücken. Dich schlachte ich jetzt. Tut mir ja leid, aber wir brauchen dein Fleisch. Ist eigentlich voll gemein. Ja, wir sind nun mal Omnifagen. Wir essen Tiere. Hm. Schmeißt du, hat er sein Schild weggeschmissen oder was?
Ja, er hat sein Schild verloren. Das ist ja doof. Ja, es kann sein, dass wenn der Gegenstand kaputt ist, er automatisch weggeschmissen wird. Weil ich habe sein Schild nicht rausgenommen. Naja. Dann, komm mal mit. Geh mal nach Hause. Ich muss sowieso mein Zeug wieder reparieren. Hallo, Herr Schieferrücken. Oh. Was ist denn auch? Nö, ich habe gerade nur einen gesehen, der in der Ecke, es gibt immer diesen Helden an. Hinter unserem Haus quasi. Ja, ja. Der dagegen immer zwei Schieferrücken kämpft. Und ich dachte, wir werden von denen angegriffen, aber die waren mit sich selbst beschäftigt. Alles kein Problem. Ja, den Typen können wir vielleicht irgendwann mal gucken, ob wir den vielleicht als Dings generieren können. Den kannst du hier. Ich weiß nicht. Ja, aber. Der ist sehr stark, ne? Also. Ja, eben deswegen, ja. Mit den Eisenkeulen dann? Hoerst, da bist du. Mal ein Steinchen. Muss mal gucken, ob schon genügend Zeug da ist. Fürs Rad der Schmerzen. Nee, wir müssen. Ja, Eisenverstärkung. Genau. Und das dauert noch mit den Eisenverstärkungen. Wir haben erst 39. 27 sind in der Mache und ja. Das dauert. Wie viel insgesamt brauchen wir? Ah, ich glaube, es waren 200. Ja, 200. Guck nochmal nach. 200. Oh mein Gott. Zwirn habe ich schon genug. Das lege ich mal bei dem Zimmermann mit rein. Da muss ich jetzt nicht rumschleppen. Vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen eher nach dem Schmied schon mal umschauen. Oh, warte mal. Geformtes Holz habe ich schon mal genug. Und 50 Ziegel, das reicht. Ziegel haben wir schon. Mhm. Die teile ich mal auf. Oder ich nehme das mal alles. Aufteilen. So. Na, kommt da ein Sandsturm? Klingt fast so, oder? Ja, würde ich auch behaupten. Ja, ist ein Sandsturm. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das Problem ist, wir sind nicht jetzt geschützt, weil da jemand was aufgerissen hat. Doch, sind wir. Ja, doch. Und wenn du dir hier unten unsicher bist, dann geh ins obere Stockwerk. Mach ich auch. Ich geh mal hoch, es sieht mir hier zu windig aus. So. Und die Folge ist auch schon lang genug. Ich setze mich hier jetzt hin. Für mich ist es jetzt Feierabend. So. Okay. Sieht aber ganz schön windig aus.
Warte, ich komm auch. Ja. Warte. Ah, oh, ich bin zu blöd, diese Treppe hochzulaufen. War das hier nicht drin auch ein bisschen windgeschützt sonst? Mein Tuch flattert ganz schön. Ja, meins flattert auch. Er sitzt aber auch komisch. Hm. Guckt nach unten. Du sitzt richtig irgendwie. Ja, bei mir sitzt du richtig und ich gucke nach unten. Ah, da liegt das immer... Okay, Perspektive. Gut. Oh, unsere Kehle ist... Meine Kehle ist völlig ausge... Oh, kann man was trinken. Ja, wir werden mal gucken. Wahrscheinlich werden wir uns noch ein bisschen um unsere Ressourcen kümmern. Wenn der Sandsturm zu Ende ist, natürlich erst. Genau. Ansonsten... Hallo. Okay, es ist Zeit für Feierabend. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, einen Kommentar. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.